Ja, ich habe aber was Wichtiges gesehen. Ich habe was Wichtiges gesehen. Hat es denn auch geschrieben, wenn ich die ganzen Zigarde-Sachen einsammeln will, dann wünscht er mir dabei viel, viel Spaß. Ja. Weil die liegen überall verstreut und... Leuchtschein, geil. Die liegen überall verstreut und manche nur am Tag und manche nur am Abend. Beziehungsweise nachts. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann richtig nervig ist. Was haben wir denn hier? Okay, ich möchte mich mal so ein bisschen erkundigen. Ah, das ist die... Ah! Das ist doch die Oma hier, die wohnt nur hier. Okay. Oh, hier kommt man auch raus. Ah, und so komme ich wahrscheinlich da hinten hin, oder? Nö. Geil. Ah, hier. Hallo. Ich habe A gedrückt. Ich habe es gedrückt. Ja. So, dann haben wir das auch eingesammelt. Und die hatten ja das Machomai. Oder Machomai. Wie sagt ihr eigentlich? Machomai? Also A, Machomai oder Machomai? Der Macho. Ich nehme immer den Macho. Ja. So, dann wollen wir mal auf zum Kennen. Juhu. Der Kennen von Pony. Also die Musik gefällt mir ja schon mal, ne? Die gefällt mir ja schon mal richtig. Ach, guck mal, wer hier ist. Die neue Inselkönigin. Hapu. Ist alles glatt gegangen? Ja. So halbwegs, ne? Oh, mein Philipp mir wieder aus allerlei Schwierigkeiten heraushelfen musste. Ach, das ist doch nicht schlimm. Mein Großvater hat schon immer gesagt... Ohne gegenseitige Hilfe kommt man nicht weit im Leben. Als Mensch nicht und auch nicht als Pokémon. So wie Lilly von deinem Köln schwärmt, reißt es mich gegen dich anzutreten. Da trifft es sich ja gut, dass gerade meine große Prüfung ansteht. Ich mag vielleicht jung sein, aber sonst gehe ich anderen Inselkönigen und Inselköniginnen in nichts nach. Mein Team, allem voran und Papros, sollte man nicht unterschätzen. Traust du dich gegen mich und meine Pokémon anzutreten? Das sei gewarnt, ich werde mich nicht zurückhalten. Und ob ich mich traue? Ich bin die Inselkönigin Apu! Und ich habe aus dem Glitzerschein, der mir von unserem Kapo anvertraut wurde, einen Z-Ring gefertigt. Ich habe nun also auch einen Z-Ring, so wie du. Das bedeutet, Kapus gehen uns beiden bei. Also dann, das ist meine erste große Prüfung als Inselkönigin Apu! Ich werde all meine Kraft zusammennehmen, um dich zu bezwingen. Skal? Ah, ne, haben wir schon Boden. Müsste Boden sein, oder? Du denkst gerade an Pokéboden. Interessant. Ich denke gerade, wie ob ich die austausche. Hat die Boden? Da hatten wir... Weil Skal haben wir, glaube ich, schon bekommen. Okay. Schade, kann ich leider nicht einsetzen. Das, was ich möchte. Erdbeben, ich hab's kommen sehen. Bitte was? Ich muss auf die Wasserdüse zurückgreifen. Weil das fließt zu schnell. Och du Scheiße, ne. Okay, die steht wirklich nichts nach. Ich brauche Armageddon. Gut, da kann natürlich auch irgendeine Gesteinattacke. Das ist mir durchaus bewusst. Sandsturm. Okay. Die setzt auf Boden. Die setzt auf Boden. Okay. Eisenschädel. Oha. Ein Quitsch.
Das auch noch. Immerhin kriegst du die Verbrennung ab. Das war dann mein einziges Ziel. Dann ist der Angriff nicht mehr ganz so hoch. Super. Ganz großes Kino hier. Werde noch die beste Verteidigung. Ich habe keine Priorität. Klar, der wäre überall stärker, aber der überlebt kein Erdbeben. Lars, du musst mal raus. Ja. Boah. Der Lars wird nicht schneller sein. Dick ist zu schnell. Dick kann eigentlich nicht viel. Danke für den Hyperheil, aber es reicht. Glück gehabt. Oh, es war ihr erstes, ey. Drei Angriff, das lese ich gerne. Okay, ja, Boden. Wie man sich denken können, Boden. Und die Frage, wie greift das an? Es wird auf jeden Fall langsamer sein. Okay. Gott! Tja. Okay, das hilft mir alles nichts hier. Das hilft mir alles. Ich tausche aus. Die Fähigkeit ist gar nicht so verkehrt. Die er hat. Das kann Sims aber gut wegstecken. Ja, locker. Ich erhöhe erstmal meine Werte. Das ist jetzt Risiko. Richtig. Mit Step tut das weh. Und es reicht. Ja, danke für den Quit. Danke für den Quit. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich hoffe, dass du ein Erdbeben überlebst, aber ich glaube da nicht so wirklich dran. Das ist mein Problem. Okay. Von mir aus. Dann setz mal deine Z-Kraft ein. Eruption, das ist eher Feuer. Das hätte mich gewundert, wenn du das überlebt hättest. Okay, da waren es noch zwei. Hohoho. Weil jeder Wert ist bei dem erhöht. Ich muss. Ich muss. Da bleibt gar nichts anderes übrig. Okay, die ist nicht ohne. Die ist nicht ohne. Scheiße, ne, lächerlich. Oh mein Gott. Okay, wenn du das schon nicht überlebst. Alter, der Quit gegen Simsala, das war mein Untergang. Das war der Untergang. Der Quit hätte nicht kommen dürfen. Ob ich es überlebt hätte, keine Ahnung. Aber das war der Untergang. Ah! Du überlebst das. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Alter, Sims hat das auch überlebt ohne Quit. Oder gibt ihr euch so viel in den Punkten her? Was hättest du überleben müssen, ja? Es sind nur... Ja, der Quit. Dieser verdammte Quit. Der war schuld. Naja, man kann nichts dran ändern. Die setzen ja auch Items ein. Hyperheiler. Das war ein Quit. Ja. Das sind knappe 100, ja. Das war den Unterschied vorhin ausgemacht. Ja, danke, ey. Kann ruhig die Verteidigung erhöhen. Okay. Kein Zurückschrecken, nichts desgleichen. So, komm, Aaron. Habe ich so eine Bodenschwäche? Problem an der Sache ist einfach, Stan ist zu langsam. Also wenn Aaron jetzt nicht schneller gewesen wäre, hätte ich echt gedacht, weg. Das ist ein nerviges Pokémon mit der richtigen Fähigkeit. Gastrodon. Na komm, hau drauf. Wenn ich den Kampf verliere, dann verliere ich halt meinen Kampf. Lehmbrühe, das ist doch speziell. Hohoho! Meine Genauigkeit sinkt, das ist mir sowas von egal. Super, trotzdem ein Quit und ich habe Probleme, ja. Ja, ich mach 6 plus. Haha, kann ich mir schenken, ey. Er trifft, okay. Super, das krieg ich auch noch down. Die Beldra. Ja, den Kampf habe ich verloren. Ist sogar schneller. Egal, egal, egal. Komm, das gehört dazu. Okay. Die haben mich jetzt nicht... Die haben mich umgehauen jetzt. Aber Boden. Ja gut, ich habe Stan zu früh verloren. Aber der Erdbeben... Boah, der war nicht mehr normal, ey. Ja, der Erdbeben war nicht mehr normal. Also von ihr. Die zwei letzten gehen ja eigentlich mit Gastrodon und die Beldra, gut. Da hätte ich auch noch meinen Stan. Also Stan brauche ich da noch lange. Sonst habe ich da Probleme. Die war aber auch schon gut gelevelt. Das muss ich auch sagen. Die war gut gelevelt. Mit Level 48, 49. Das Problem fängt schon bei Diktri an. Naja, das Problem fängt... Diktri ist schnell und das ist mein Problem. Ich bin sogar unter Level, würde ich sagen. Die war 47, 48. Hat natürlich nur 4 Pokémon, ja. Okay, kriegst die Revanche. Auf jeden Fall ebenwürdig. So, komm. Oh, müssen wir uns jetzt nochmal antun, oder was? Ja. Ja, okay. Es hat aber eine fiese Fähigkeit. Also, dass das Pokémon nur speziell angreifen. Und sie hat bei ihm den, die Zitat-Attacke eingesetzt. Gegen meinen Raichu, was mich gewundert hat. Okay. Gut, auf das Geld konnte ich, das war mir egal. Nur es wäre langweilig, wenn ich das jetzt mit Belema wieder gemacht hätte. So, Armageddon ist jetzt vorne.
Weil das ist der Skal-Typ. Skal, dann hat sie nur Boot, dann hat sie noch Wasser und einen Drache. Also das ist alles gemischt dabei. Ja, unterlevelt. 45 gegen 47. So, einmal die Schnabelkanone. Weil der Sandsturm ist gemein, der erhöht die Spezialverteidigung. Um 50% bei denen. Da ich eh nicht anfange, bleibe ich bei der Schnabelkanone. Sehr schön. Alter! Warum schreckst du schon wieder zurück? Ich fass das nicht. Die wird doch heilen, ja genau. Da komme ich zu meinem Angriff. Ja, bitteschön. Auch wenn sie nicht effektiv ist, haut es ordentlich Damage raus. Ich hätte aber gerne am Anfang direkt rausbringen müssen. Ist Gastrodon schneller? Ich glaube nicht. Gut, ich verliere jetzt den Flugtyp, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass sie denkt, dass ich mich heile. Ja, okay, perfekt. Lehmbrühe, also das ist speziell. Also hilft mir die Schnabelkanone nichts. Das macht auch dann nur Sinn. Die hat aber keine hundertprozentige Genauigkeit, deswegen kann ich mich ruhig heilen. Die Lehmbrühe trifft nicht immer. Aber natürlich jetzt. Ich denke meine Genauigkeit, das ist mein Problem. Das ist ein Problem. Aber zu wenig wird Wahrscheinlichkeit 10% wahrscheinlich. Und ich habe das gerade natürlich voll abbekommen. Okay. Der kann sich heilen, wie ich. Alles klar, gut zu wissen. Boah, Schnabel! Ich habe leider keine Pflanzenattacke. Mein Wasserboden ist so fies. Das ist echt eine fiese Kombo. Okay, hab jetzt mit Absicht Armageddon geopfert. Na, da bietet sich gar keins an. Da bietet sich erstmal nur Aron an. Also ich hebe mir die wirklich Pokémon, die ich brauche, bis zum Schluss auf. Weil da sollte die Psychokinese jetzt reichen. Ja, damit umgebe die Genesung nämlich. Ein Level Up. Alter, 165. Kann ich das irgendwie schwächen? Bewusst schwächen. ...93 ist eigentlich nicht wenig. Okay, ich kann's schwächen. Es wird auf jeden Fall schneller sein. Z-Attacke, ja oder nein, ist die Frage. Nicht! Oh! Ich bin schneller. Okay. Doch, Z-Attacke, alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass ich es nicht überlebe. Ich kenne den Angriffswert nicht. Das ist all... Alter! Alter! Ne. Ja, die Zeitattacke musst du dann gegen die Pokémon einsetzen. Wo du genau weißt, okay, die müssen weg.
Und Stan ist halt der Kandidat, der muss weg. Okay. Übertrank hat auch seine Vorteile, dass der nicht mehr komplett auffällt, aber es spielt keine Rolle. Kannst ruhig noch einen einsetzen. Macht's aber nicht, falls er vielleicht keins mehr hat. Tschüss. Ja, wenn man weiß, was für Pokémon die einsetzt, ist es wieder einfacher. So, Libeldra. Ja, bleibe dabei. Was stärker ist. Was schneller ist. Alter, Libeldra ist doch gar nicht schneller eigentlich, oder? Stan korrigiert mich wahrscheinlich wieder. Der kann... Der greift eher speziell an. Schade. Da hat der Zufall, das ist auf meiner Seite. Naja, er greift speziell an. Oh. Wir bringen mal Lars rein. Wir bringen mal Lars rein. Oh mein Gott, ich sehe gerade, dass ich ein Problem vielleicht habe. Ist auch schneller. Boah! Nein! Ene mene mu, ey. Scheiße. Du wirst es nicht überleben. Ich habe keine Priorität. Das ist mein fucking Problem. Ist der Angriff nicht höher von ihm? Ich riskiere es. Ja! Ich bin schneller! Okay. Also, dann ist es nur knapp schneller als Simsala. Du bist so stark, dass ich das selbst in meinen Eingeweiden spüre. Weil das war knappe Sieg, ey. Ganze Part damit verschwendet. Hui, hui, hui! Das ist mir ja gezeigt. Das hat echt Spaß gemacht. Selbst wenn ich alles gebe, bin ich dir nicht gewachsen. Aber ich habe viel dabei gelernt und dafür bin ich dir sehr dankbar. Hier, der Z-Kristall vom Typ Boden, auch Therium-Z genannt, gehört dir. Und ich will es eigentlich immer mit Z-Attacke versuchen, weil das ist langweilig. Das ist ja der Notschalter quasi, den man drücken kann. Ich zeige dir auch noch die dazugehörige Pose, also pass gut auf. Puh, Lilly, ich muss schon sagen, da hast du wirklich einen ganz besonderen Trainer als Freund gefunden. Dann macht euch mal auf den Weg. Zum Podium geht es dort entlang. Der Weg zum Podium führt durch den Canyon. Du wirst dort auf kampfwillige Trainer kämpfen. Das wird kein Spaziergang. So viel steht fest. Du musst jetzt stark sein, Lilly. Wenn irgendwas ist, dann sind Pambrose und ich sofort zur Stelle. Danke. Ich werde mein Bestes geben. Die war nicht ohne. Die war nicht ohne. Aber die hat auch echt ein ausbalanciertes Team gehabt, so gesehen. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Sonne.